Seid recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Syberia Teil 4. Hier ist die Goretti. Und wir stehen hier ganz offensichtlich, ich gehe mal davon aus, dass es die Musikakademie ist, die ja zunächst von den braunen Schatten missbraucht worden ist als Kommandozentrale, hinterher von den Alliierten, die Wagen befreit haben. Wir stehen hier mit Dana, es ist jetzt so ungefähr von der Zeitlinie her ein Jahr vergangen, dass Leon gestorben ist und Dana mal wieder alleine ist. Ja, da vorne steht Frank Höss, dieses ekelhafte Ding. Ich weiß nicht, wie ich es sonst bezeichnen soll. Lass mal sehen, was unsere Aufgabe ist. Mittlerweile hat ja auch Leni Renner endlich gebeichtet. Gebeichtet, es klingt vielleicht dumm, aber uns bzw. der guten Kate die Wahrheit über die Geschehnisse erzählt. Unsere Aufgabe ist es jetzt, auf dem Weg zum Lazarett alte Bekannte begrüßen und Leni besuchen. Auf dem Weg zum Lazarett. Aha. Mit Frank Höss können wir tatsächlich reden. Machen wir später. Inoffizieller Bericht. Captain. Hiermit möchte ich Sie über einen beunruhigenden Vorfall in Kenntnis setzen. Sie erinnern sich sicher an die Gefangene, die die Roten uns vor ihrem Abzug übergaben. Rote Haare, geschwätzig, eine offizielle Künstlerin der Partei. Um wen geht es hier? Sie sollten gestern für die Propagandaarbeit, die sie für den braunen Schatten geleistet hatte, vors Militärgericht gestellt werden. Als ich sie jedoch dorthin eskortieren wollte, trat ein hochrangiger Offizier, ein Brite, an mich heran. Ah, die reden von Junta. Er sagte, wir hätten die Falsche erwischt und befahl mir, sie freizulassen, da er ranghöher war als ich, gehorchte ich. Aber die Sache hinterließ einen bitteren Nachgeschmack. Die Roten waren absolut von ihrer Schuld überzeugt und erwartungsgemäß ist sie untergetaucht, nachdem der britische Offizier mir befahl, sie freizulassen. Glauben Sie, das reicht, um der Militärpolizei zu melden? Ich hoffe auf Ihre klugen Rat in dieser Angelegenheit. Sergeant Scott Cortis, wer auch immer du bist. Ich gehe mal davon aus, dass es sich bei der Rothaarigen um Junta handelt. Können wir uns hier sonst noch was anschauen? Natürlich. Oh, ein Zeitungsbericht. Dann lass doch mal sehen. Wagen ist befreit. Wagener Patrioten besiegten braune Schatten und hissen Ostertaler Flagge über der Stadt. Ostertaler Patrioten haben heute gegen die Besatzer der braunen Schatten rebelliert und ihre Hauptstadt Wagen befreit. Während sich vor der Stadttoren eine Großstreitmacht der Alliierten sammelte, stürmten tausende belagerter Partisanen die Barrikaden der braunen Schatten, überwältigten die feindlichen Garnisonen und hissten die Flagge des siegreichen Ostertals über der Stadt. Laut neuesten Berichten aus dem Hauptquartier stießen die Truppen der Alliierten nach erbitterten Gefechten mit den braunen Schatten und den Kollaborateuren der Vagana Miliz und die Vagater Patrioten auf den Musikplatz im Herzen der Hauptstadt. Ein sowjetischer Major ergriff auf der Bühne des Platzes zwischen den Automaten das Wort zu einer außergewöhnlichen Ansprache. Einen kleinen Augenblick bitte. So, und weiter kann es gehen.
außergewöhnliche Ansprache. Er verkündete, dieser große Tag der Befreiung wäre ohne die anhaltenden Anstrengungen so vieler Menschen, insbesondere der sowjetischen Fabrik in der Stadt Komkolskrad, ja schau mal einer an, nicht möglich gewesen. Komkolskrad kommt tatsächlich in Siberia Teil 1 drin vor. Diese zwischen der Ukraine und Kasachstan gelegene Fabrik konnte dank ihrer aus Automaten bestehenden Arbeitsgemeinschaft den Abbau und die Verarbeitung von Schwermetallen aufrechterhalten. Der Major fügte hinzu, es scheint mehr als passend, dass der Schöpfer dieser Fabrik eine und derselbe ist, der auch den Musikplatz erschaffen hat, auf dem wir heute als freie Weltbürger stehen. Sein Name war Hans Vorarlberg. Den Namen kennen wir doch, oder? Der Vagana-Radiosender bestätigte heute Abend, dass die Hauptstadt Ostertals befreit wurde und dass der Oberbefehlshaber der braunen Schatten eine bedingungslose Kapitulation unterzeichnet hat. Ist das vielleicht Frank Höss? Mein Freund? Dann lass doch mal schauen. Gut, das war eine kleine Rundumschau. Lass mal gucken, was wir uns hier noch anschauen können. Ich denke, das hier können wir uns mit Sicherheit auch anschauen. Wir können mit ihm reden, wir können dieses Büro betreten. Und wir können mit Herrn Gustav reden. Das ist Herr Gustav. Seit der Befreiung scheint jeder in Wagen nach jemandem zu suchen. Vermisste Personen. Tja, reden. Ist das einer der. Warte mal. Das ist doch einer der Wissenschaftler. Nein, bleib hier. Ich will, dass du mit ihm redest. Herr Sauer? Ah, Fräulein Dana. Was tun Sie denn hier? Also, anders als meine Expeditionskollegen habe ich mich geweigert, mich von den Alliierten anheuern zu lassen. Und damit gleichzeitig auf Immunität verzichtet. Warum haben Sie das denn getan? Also, ich wollte schon mein ganzes Leben nie etwas anderes tun, als mich voll und ganz der anthropologischen Forschung zu widmen. Aber wenn ich eine Sache in Baltaya gelernt habe, dann, dass das nicht mal im Ansatz funktionieren kann, wenn man nichts anderes als eine Marionette irgendeiner Supermacht ist. Nicht einmal vorübergehend. Ich habe genug davon, Wissenschaft zu prostituieren. Also muss ich mich jetzt dafür verantworten, dass ich mich von den braunen Schatten habe finanzieren lassen. Verstehe. Es tut mir leid wegen Leon, Fräulein Dana. Ich weiß, sie standen sich nahe. Er hat ständig von ihnen gesprochen. Tut mir leid, dass ich so harsch war, als wir uns das letzte Mal sahen. Er war ein guter Mann. Ich vermisse ihn. Seine Integrität. Ich vermisse ihn auch. Danke für alles. Was hat er denn für uns getan? Ich meine, er hat auch Leon befreit. Herr Sauer? Ja, Fräulein Dana? Danke, dass Sie mir Leons Brief über die Ereignisse in Baltaya gegeben haben, trotz Ihres eigenen Kummers. Das beweist Ihre Ehrenhaftigkeit. Alles Gute für Sie. Tja, reden wir mal mit Herrn Gustav.
Oh, du bist es, Dana. Herr Gustav? Wäre es doch nur die Musikakademie geblieben. Jetzt ist das die Basis der Alliierten. Ja. Ich war gerade bei Leni. Deshalb bin ich auch hier. Ich wollte sie sehen, bevor ich weggehe. Wie geht es ihr? Naja, sie lebt noch. Die Alliierten kümmern sich hier im Lazarett um sie. Gott sei Dank, eine Sonderbehandlung für ihre Verdienste im Widerstand. Aber wahrscheinlich wird sie nie wieder laufen können. Es tut mir so leid, was ihr passiert ist. Ich habe Leon allein sterben lassen und konnte nicht einmal Leni helfen, als sie beim Überfall auf die Hütte angeschossen wurde. Ich verstehe dich, Liebes, aber gib dir nicht selbst die Schuld. Viele von uns haben etwas zu bereuen. Und einige mehr als andere. Besonders in Kriegszeiten, Dana. So ist der Lauf der Welt. Wir müssen weitermachen, so gut wir können. Vielleicht, wenn genug Wasser den Bach hinuntergeflossen ist, kehren die Schwäne zurück und wir alle können wieder zusammenleben. Wie früher. Es wäre wirklich schön, wenn das möglich wäre. Und Leni? Ich verspreche, mich gut um sie zu kümmern. Für den Rest meines Lebens. Hab mein kleines Mädchen einmal verloren. Kein zweites Mal. Ich nehme meine Arbeit auf der Hütte wieder auf und baue sie für ihre Bedürfnisse um. Das ist schön. Ist alles in Ordnung, Dana? Wo waren Sie während der Besatzung? Doch, das interessiert mich. Wo waren Sie während der Besatzung? Leni hat das nie erwähnt. Wenn du es wissen willst, ich wurde freigesprochen. Vom Militärgericht, Dana. Könnte etwas damit zu tun haben, dass ich der Vater einer Heldin bin. Aber ich wurde in allen Punkten freigesprochen. Oh, verstehe. Ich verstehe sehr gut, Herr Gustav. Einen schönen Tag noch. War klar, dass er sich den Braunen angeschlossen hatte. Und genauso klar und nachvollziehbar ist Danas Reaktion. So, hör's, du Ekelhaften. Erbärmlicher Vageraner-Abschaum. Ich würd man einfach nicht los wie Flair auf einer Ratte. Oh, ich war so enttäuscht, dass ich dich nicht antraf, als wir das Haus deiner Eltern verwüsteten. Bevor wir sie in die Dombre warfen. Darf ich den Mistkerl einfach erschießen? Bemitleiden tun wir ihn nicht. Puh. Gute Frage. Oder einfach gehen? Komm, wir verfluchen ihn einfach. Oder, Dana? Ich wollte sie nur wissen lassen, dass ich an sie denke, wenn sie am Strick baumeln. Lauf, Häschen! Lauf! Bald sind wir zurück und machen Abschaum wie dir den Chaos! Das war's. Mit den Leuten hier bin ich fertig. Ich sollte jetzt mit Leni im Lazarett reden. Natürlich, natürlich. Einfach unverbesserlich, oder, Höss? Du wirst baumeln. So viel steht fest. Und Herr Gustav,
Sei froh, dass du Leni hattest, auch wenn sie nicht perfekt war. Na komm schon, Dana, gib dir einen Ruck. Verabschieden und gehen? Weiter umsehen? Nein, wir verabschieden uns. Hallo, Leni. Ich gehe fort, Leni. Jeder neue Tag in Wagen ist eine Qual für mich, seit Leon tot ist. Ich ertrage es hier nicht mehr. Nicht jetzt, wo die Stadt befreit ist. Also gehe ich fort nach Amerika. Dort werde ich ein neues Leben beginnen. Ich weiß nicht, ob es mir in den Vereinigten Staaten besser gehen wird. Aber ich werde dort sicherlich bessere Chancen haben als hier. Ich lasse dich nicht allein, Leni. Ludwig bleibt. Er hilft dir, Leons Leiche in den Bergen zu finden. Ich schreibe dir. Ganz oft. Ich werde dich nicht vergessen. Es tut mir so leid. Und Dana, sie erfuhr nie, was sie getan haben? In der Tat. Tja, ich weiß nicht so ganz, was man dazu noch sagen soll oder auch sagen kann. Meine Güte. Und hat sie Ihnen aus den USA geschrieben, wie versprochen? Ja, hat sie. Die nächsten 40 Jahre lang. Das heißt, sie lebt noch? Ich weiß es nicht sicher, aber die Chancen stehen gut. Können Sie mir das erklären? Nein. Ich habe genug erklärt. Vor allem mir selbst. Ich will jetzt nur noch Frieden finden, weit weg von Schuld und Einsamkeit. Ich werde jetzt schlafen. Es ist Zeit, sich selbst zu vergeben. Ich denke ja. Ich glaube, Leni hat genug durchgemacht und dieses Geheimnis, so ein schmerzhaftes Geheimnis, die ganze Zeit mit sich zu schleppen, das ist genug, Leni. Es ist nicht zu spät, sich selbst zu verzeihen. Ich wüsste nicht wie, selbst wenn ich es wollte. Sie müssen es versuchen. Danke, Fräulein. Sie finden den letzten Brief von Dana in meinem Automaten. Er gibt Ihnen die Antworten, die Sie suchen. Danke. Danas Brief aus dem Automaten holen, machen wir. Das machen wir noch in dieser Folge. Oh mein Gott, ist das ein größeres Rätsel? Na egal, ich habe gesagt, das machen wir noch in dieser Folge und das machen wir auch. Untersuchen wir.
Oh, was kann ich denn jetzt hier benutzen? Nee, ich habe nichts, was ich hier benutzen kann. Gut, dann zurück. Weiter umschauen kann ich mich hier nicht, aber hier gibt es ja noch mehr. Okay, das wäre geöffnet. Nächsten Knopf, bitte. Oh Mann. Ja. Und nu? Kann man den Korb nicht öffnen? Irgendetwas müssen wir doch hier machen können. Ich kann doch... Ach so. Okay. Schauen wir uns weiter um. Hier hinten irgendetwas zu machen. Da und da kann ich was untersuchen. Okay. Das war wohl falsch. Das war wohl falsch. Einverstanden. Gehen wir nochmal zurück. Bewegt da gab es ja oben drüber. Es muss irgendwo anders am Mechanismus eine Möglichkeit geben, den zu entriegeln. Bewegt sich nicht. Es muss irgendwo anders am Mechanismus eine Möglichkeit geben, den zu entriegeln. Ganz toll, ich glaube. Habe ich gesagt, das lösen wir noch in dieser Folge? Das war irgendwie nicht ganz klug, ne? Ich brauche einen Schlüssel. Hinuntergehen will ich eigentlich nicht. Ich gehe da doch nochmal rein, dann hast du den letzten Brief finden. Das ist doch echt... Leni! Das gibt's doch nicht. Gut, hier kann ich scheinbar so ohne weiteres nichts machen. Definitiv nicht. Da oben ist auch nichts mehr zu machen, oder? Nein. Gut. Ich mache dann doch hier einen Schnitt, weil ich glaube, dieses Rätsel ist dann doch wohl ein wenig größer als gedacht. Von daher werde ich in der nächsten Folge weitermachen hier. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, bleibt sauber und bleibt vor allen Dingen gesund und bis zur nächsten Folge, wenn ihr denn so wollt. Tschüss!